Hallihallo ihr Lieben, der Pinguinmann hier. Mein Setup am PC ist inzwischen auch so weit, dass ich eigene Aufnahmen machen kann. Und deswegen gibt's ab jetzt, Staffel 1, Episode 12, das Ganze auch aus der Sicht von mir. Wer natürlich vorne anfangen möchte, der checkt den Kanal von Unkra aus. Verlinkung ist in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr alles ab Episode 1 anschauen, wie wir hier durch die Welt eiern. Und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Medieval Minecraft mit dem Pinguin und Unkra. Wir sind hier Hallo! auf der kleinen Insel letztes Mal angekommen und haben uns das Haus da hinten für uns erobert. Ja, die kleine Und schmuggelige Hütte hier. ich bin zwischen den Aufnahmen. Nach der letzten Session bin ich nochmal zurück in die Startbasis geflogen und habe die komplett leer geräumt. Das heißt, hier im Startlager ist nichts mehr außer unsere Betten. Alle anderen Ressourcen sind jetzt im Haus hier vor Ort, wo wir drankommen. Und ich habe Sauber. angefangen, ein bisschen zu sortieren und auch schon mal die Wasserstation aufzubauen, dass Die wir immer ist frisches saugut. Ich brauche unbedingt was zum Saufen gerade. Wascher haben. Ein Warum bisschen. jetzt Winter ist, keine Ahnung, aber es ist kalt. Ja, jetzt, wir haben jetzt hier gerade so ein bisschen Kälteeinbruch gehabt. Das ist, ja gut, es ist momentan eh kalt, also auch im realen Leben. Warum nicht auch in Minecraft? Deswegen ist gerade wieder so ein bisschen blurry. Aber das lässt hoffentlich bald nach. Und du wolltest mir jetzt die Butze ein bisschen zeigen, ne? Ich Wir haben zeige dir jetzt gerade jetzt noch ein ein bisschen bisschen die was. Putze, ja. Genau, du warst ja ein bisschen. Du warst ja noch mal fleißig. Das waren so Sachen, das muss man nicht in den Aufnahmen extra machen. Das Ja. ist Zeigen die Tabu. Ergebnisse. Wir haben von unseren Mitbewohnern ist leider nur noch einer da. Der andere ist irgendwann abgehauen. Kann sein, Der dass er noch Armela. lebt, in einem Erdloch hockt. Ich habe niemanden sterben hören, aber vielleicht ist der jetzt auch alleine hier. Aber dafür haben wir einen Wandernden Trader. Cool. Ja, der ist dafür vorbeigekommen. Der hat einen Diamant-Ross-Harnisch. Oh, was interessiert Schwarzpulver. hier, das. Den Bundle, den kaufen wir direkt mal. Haben wir genug? Das ist nämlich ganz witzig. Ich habe gerade was gesehen, weil bevor du mich rumführst, ich habe da wieder beim Quest-Ding wieder ein Icon. Wir haben ja die neueste Version. Oh, ich habe eine Reward collected. Too many magic mods, the mod. Genau, das muss ich noch kurz sagen. Wir haben noch mal auf die neueste Version von dem Mod-Pack geupdatet, weil wir ja auch in der Vergangenheit ein bisschen Probleme hatten mit der Performance. Scheint dadurch jetzt sogar besser zu laufen. Es kann sein, dass das ein Mod rausgeflogen ist von dem ganzen Pack und ein anderer wieder etwas Neues rein. Deswegen kann es sein, dass wir einfach ein paar neue Sachen haben, wie jetzt hier das Buch zum Beispiel. Oh So, ja. ja. Ich habe wieder ein neues Buch bekommen. Aber du wolltest mir so die Putze zeigen. Genau, ich habe die, wie gesagt, Du bist die oben. Dorfbewohner nach unten verfrachtet. Einer ist dann weggelaufen. Und hier oben ein bisschen mehr sortiert. Genau. Artefakte. Artefakte, Relikte, Okay. Diamant, Gold, Eisen und Leder. In jedem Fass extra. So viel Eisenscheiß? Ja. Und hier oben unterm Dach, da sind dann die Nahkampfwaffen und die Fernkampfwaffen, was alles schon da ist. Alter, haben wir echt so viel schon von dem Zeug? Ja, das geht echt zackig mit dem Erkunden. Eieiei, das ist ja Hier drüben sind übel. dann die einzelnen Ressourcen: Kupfer, Eisen, Gold, Smaragde. Oh, man kann Und alle. Schilder wieder editieren. Das ist ja witzig. Rechtsklick drauf Also, und einfach was Neues dazu schreiben. das ist auch praktisch, Cool. weil das ist gut. Ich merke halt für mich, ein paar Sachen könnten wir auf unserem Community-Server brauchen. Wären ganz witzig. Kleine Quality of Life-Verbesserungen. Ich würde ganz gerne die Bücher, die ich habe, irgendwo ablegen. Wo hast du denn die reingepackt? Links oben, hier sind die Verzauberungssachen und auch verzauberte Ja, ich meine Geschichten halt diese schon. komischen, dieses Chronicle of Ah, Shadows und ja, Welcome. dafür habe ich hier die Truhe Chest of Quest and Regret. Da sind alle Questbücher drin und alle Ich pack mal Regret mein Zeug Orbs, damit da rein. mit denen wir die Skill Points wieder zurückkriegen und die Aha, Rasse haben wir nochmal da auch schon ändern so viele? könnten. Ja. Oh, es gibt einen Greater Orb, Lesser Orb. Okay. Gibt es Genau, da da auch kannst du dann Stufen? einen zurückmachen oder alle.
Und, okay, das sind, hier ist das komische Jungus Emerald. What the F-Kiste. Das ist. Alles, was wir noch nicht so kennen. Ah, du hast einmal Foodie. Ich habe ein bisschen Essen sortiert, genau. Sau gut. Du kriegst das Gemüse, ich das Fleisch. Super. Und auch hier die Kisten nochmal durchsortiert. So Seeds, so Samenzeug hast du auch, oder? Ja, ja, dann wahrscheinlich in der Schrottkiste. Ja. Für Sachen, die wir erstmal noch nicht wissen. Cool. Ich habe jetzt gerade so Initiate Hand. Ich habe hier sowas. Da kann ich Spells mitmachen. Aber ich weiß keine Spells. Je nachdem, mal, was man. Schau mal in die It's Magic Kiste rein. Magic Missile Spellbook. Ganz oben. Links, rechts, links. Ah. Ich gehe damit lieber mal vor die Tür, bevor ich hier irgendwas kaputt mache. Ups. Ich gehe mal lieber vor die Türe. Soll ich das in die Hand nehmen? Casting. Links, links, links. Was hast du mich gerade? Telekinetic Shock. Ach, witzig. Ich glaube, ich kann dich gerade zurückstoßen, oder? Du hast Pfeile. Du hast aber Pfeile in dir stecken. Oh, und ich habe Pfeile in mir stecken? Ja. Oha. Kriegst du Schaden? Ja. Ich habe noch 5 Leben. Oh, ich habe nichts gemacht. Ich war das nicht. Muss ich? Oh, das ist cool. Oder muss ich da mal gucken, was wir noch haben? Das ist natürlich dann auch. Okay, ich pack mal aber den Zauberstab rüber zu den Zauberbüchern. Weil ich persönlich, ich weiß jetzt nicht, was du vorhast, ich persönlich würde ganz gerne die Folge mal ein bisschen, ach, Heide, sag du, ein bisschen ruhiger angehen, weil wir haben jetzt fast die letzten Folgen. Mittlerweile sind wir, glaube ich, jetzt in der Folge 12, was das angeht. Ja, müsste Folge 12 jetzt sein. Da haben wir eigentlich jetzt nur erkundet, fast nur durchgehend erkundet. Und jetzt haben wir eigentlich mal ein bisschen einen Spot, wo es ein bisschen ruhiger geht. Mache ich denn Wasser in den Wasserdings hier rein? Bin ich jetzt doof? Das ist ein falscher. Das ist, mit dem kannst du nichts machen. Das ist ein Spezial. Ach, ich muss den hier nehmen. Ah, okay, sorry. Genau, ich würde hier gerne ein bisschen das umliegende Gestrüpp wegruppen, dass wir ein bisschen Bauplatz haben, aber wir werden, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, hier auch mal unser eigenen Scheiß noch hinbasteln. Weil das Haus ist ganz nett, aber wir werden auf jeden Fall so eine kleine Farm, denke ich mal, hier hinbasteln. Und ja, wir haben beim letzten Mal ja das Lila nicht umgekehrt gehabt. Wir haben jetzt hier noch das Portal und dahinter das eine Loch. Also wir haben noch einiges zu tun, aber ich würde jetzt einfach mal anfangen, hier ein bisschen frei zu ruppen. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie es soll. Genau, warte, lass uns mal ein bisschen aufräumen. Ich packe den Zauberstab auch erstmal weg. Ich glaube, ich habe. Das ist neu. War das schon immer so, dass man. Komm mal her. Beim Holzhacken, wenn ich unten den Stamm einreiße, dass der mal so Stück für Stück schmaler wird? Wo sind und dann sie erst denn? Umkippt? Da sind sie. Das ist, glaube ich, neu. Deswegen funktioniert das wahrscheinlich jetzt auch. Ah! Aber Blätter gehen weg, das ist doch auch gut. Ich glaube, da haben sie die Mod, die dafür zuständig ist, überarbeitet. Das hat man ja am Anfang recht das Problem gehabt, dass die Blätter stehen geblieben sind. Und man wird auch nicht erschlagen direkt, ne? Ah, das ist die Mechanik, gab es doch auch im RL-Craft, oder? Ich glaube das auch, ja. Bäume. Man sollte auch näher hingehen. Nach und nach abgebaut hat erst. Oh. Aber I like it. Das mit dem Schnee. Ein blödes ist gerade dieser Nebel hier. Es ist alles tot und weiß und kalt. Es ist einfach gerade nebelig hier. Warum auch immer, beim letzten Mal hier kein Schnee, ne? Haben wir Jahreszeiten? Ja, witzig. Ja, scheint so. Okay. Ja, ich hack jetzt einfach mal hier so ganz entspannt die Birken weg. Wir müssen halt mal gucken, was wir, wie das mit Holz aussieht, ob wir mit Birke irgendwas machen wollen, ob wir es verbraten müssen. Weil wir sagen, hässlich, keine Ahnung. Ich nehme mal die Fackel in die Hand, damit ich Licht habe. Oder, und eine Mine bräuchten wir, glaube ich, auch mal dann bei Zeit. Also ein bisschen den Vanilla-Vibe angehen. Hallo?
Wenn man nicht nah genug dran ist, ne? Ja, da bietet sich ja vielleicht das große, der Schacht an, den der Schacht du letztes Mal entdeckt hast. Ja, der hoffentlich nicht so ein Reinfall ist wie der Brunnen. Hier sind noch so ein paar Pilzfreunde. Ja, du musst aufpassen, denn in der Richtung, wo du gerade hingelaufen bist, war der komische Baum, der Xircht. Okay. Ich glaube, wir können noch mal pennen gehen, hä? Wieder dunkel. Ja. Also der Himmel schaut schon geil aus. Ja, es tut mir jetzt gerade leid für die Leute, die hier die Folge sich anschauen, dass es gerade so nebelig ist. Das hätten wir auch ohne Shader. Das ist einfach von dem Modpack so, wenn es kalt, kühl, trüb. Wir müssen bloß ein paar Eisbären töten, dann können wir unsere Rüstung warm polstern. Oh, okay. Weiß ja nicht, ob das so funktioniert. Was mich halt nur ein bisschen, was ich halt ein bisschen schade finde, ist, dass das auch im Haus weiterhin besteht, obwohl du ja hier eigentlich eine Wärmequelle hast im Endeffekt. Wundert mich ein bisschen, dass es trotzdem auch im Haus ist. Aber ich hoffe, dass das wird die nächste Zeit wieder ein bisschen besser werden von der Optik. So, ne, wir machen jetzt, also ich mache jetzt hier mal ein bisschen Platz. Auf jeden Fall, dass wir da ein bisschen terraformen können und auch dementsprechend. Wir brauchen halt, ich kann mir vorstellen, wir brauchen einfach Platz für ein kleines, für ein vernünftiges Lager, für eine vernünftige Lagergröße, Crafting-Bereich, eventuell auch für Tiere oder sowas. Ich weiß ja nicht, du musst ja vom Fleisch leben. Leder werden wir wahrscheinlich auch mal brauchen können. Was mir aufgefallen ist beim Transport, es gibt einen Haufen neue Verzauberungen hier. Hier, Refreshment, Phantom's Mark, Acrobat, Fire Trail und. Die man auf Sachen draufklatschen kann, ne? Die wir auf Sachen draufklatschen können, um zum Ausprobieren und. Deswegen Enchantment-Bereich nochmal basteln. Also irgendwie, ich hätte mir vorgestellt, wir bauen hier wirklich wie so ein. Ich schaue momentan, habe viele Wikinger-Themes gerade durch, weil ich Windland sage gerade viel schau. Ich habe hier irgendwie Bock, so einen schönen Hof zu bauen einfach. Wo dann jedes Haus für sich eine Aufgabe hat. Aber das Ganze so ein bisschen mit einer kleinen Palisade umranden, weil ich einfach Schiss vor Mobs habe. Und dann vernünftig ausleuchten das Ganze. Ich könnte mir vorstellen, über das Portal so eine Art Pavillon zu bauen. Oder so ein ja, dass es halt überdacht ist, das Ding hier. Ich mach mal bis zu dem komischen Pilzhütchen hier. Mache ich mal die Birken weg. Schade, dass es Birken sind. Ich bin eigentlich kein Fan von Birke. Eigentlich. Vielleicht kann man was Vernünftiges draus bauen. Ich würde versuchen, den Fischer, den wir da unten haben, zu einem Bibliothekar zu machen. Wenn das so geht, wenn die nicht feste Jobs haben? Weil ich weiß nicht, hast du geguckt, ob da überhaupt ein Fass war, dass der Fischer ist? Der hat einen Fass beim Umsetzen. Ich habe ja zwei Fässer für ihn gemacht. Für ihn und seinen Kumpel. Ja gut, aber die waren ja von Anfang an Fischer. Ich meine, waren in der Hütte, war da von Anfang an schon ein Fass drin. Ach so, ja stimmt. Das meine ich gerade nicht, dass das durch wir spielen ja nicht Vanilla. Das ist ja immer ein fettes, massives, über 300 Mod schweres Package hier. Nicht, dass das quasi fix ist. Würde nämlich sinnig sein, weil du sollst ja erkunden und die richtigen Villager finden und du weißt, was ich meine. Ja, aber so Reparatur wäre schon echt schön, wenn wir das hätten. Ja, ich würde generell, also ich hätte nichts gegen eine kleine Trading Hall. So ein kleines Jobcenter wäre schon. Natürlich mit Arbeitsrechtsschutz und alles konform, ne? Einmal einen Block große Parzellen pro Nase. 24/7 offen. Also mit dem Bücherregal klappt das schon mal nicht. Ich habe ein Fichtenbücherregal, was ich aber nicht in einen Lesepult umwandeln kann. Okay. Ja, einige Mechanik sind halt doch. Es ist halt doch vieles anders nach wie vor. Man hat aber immer im Kopf, du spielst Minecraft, ja, schon, aber halt doch. Gerade der Zauberstab gerade eben war schon witzig. Ja, der Heilzauber ist nützlich. Haben wir einen Heilzauber? Kannst du den wirken auf dich selbst oder kann man den auch auf die anderen wirken? Das weiß ich nicht. Also bei mir hat er zumindest funktioniert. Wenn wir mal in der nächsten Folge, ich glaube in der Folge. Was war das gerade? Wurde, glaube ich, gerade noch was auf mir geschmissen? Hat sich wie eine Flasche angehört gerade? Was? Geh mir mal eine Eiche suchen in der Hoffnung, das klappt mit dem Bücherregal dann. Ja, wie gesagt, ich mache erstmal hier ein bisschen frei.
Dann kriegen wir auch ein bisschen Holz, zur Not machen wir halt Asche draus, keine Ahnung. Ein bisschen weg, bisschen einfach mal übersichtlich machen. Hier, dann sieht, dann wenn Mobs spawnen, dann haben wir auch mehr Sichtfläche. Ich schütt auch ein bisschen alles auf dann, wenn es geht. Also in der Folge gibt es heute ein bisschen mehr aufräumen, frisch machen. Dann gucken wir mal, wie es die, was wir beim nächsten Mal anstreben. Direkt eine Mine. Und ich habe hier, oh, wir haben, oh, hier könnte man einen Minenbereich machen, tatsächlich, sehe ich gerade. Da unten ist ein Fuchs. Oh. Oh, da ist ein riesiges Loch, da könnte man echt so eine Art Minenschacht runterbauen. Oh. Brauchen wir nicht buddeln. Schön mit Hängebrücke. Ich muss halt erstmal den Fokus setzen, was wir als erstes brauchen. Ich würde vielleicht sagen, wir brauchen echt Verzauberungen oder Verzauberungsbücher, dass wir da so eine kleine Trading Hall machen und vielleicht sogar Viecher. Ich hätte schon Bock auf Pferde oder Mounts oder irgendwie solche Sachen. Ja, und hat hier für dich Fleisch, irgendwie so Chicken oder keine Ahnung. Ja, ja, ja. Irgendwo waren hier Schweinchen in der Nähe. Ja. So ein kleiner Chicken Cooker, so ein automatischer, wenn das funktioniert. Der ist ja nicht zu, der ist ja nicht zu krass von der Mechanik her. Wenn das funktioniert natürlich. Aber halt Viecher auf jeden Fall. Kühe wären halt super nice, gerade wegen Leder, ne? So. Ah, jetzt. Ah, wir sind auch relativ nah. So, oder ist einfach. Nee, es hat doch beim letzten. Ich bin mir gerade. Leute, es ist schon wieder eine Woche vergangen. Ich hab nicht mal alles im Blick. Es war beim letzten Mal kein Schnee hier gelegen, ne? Nee, wir hatten keinen Schnee. Kann nicht sein, dass es Jahreszeiten gibt. Ein bisschen. Dass aber Jahreszeiten woran, simuliert woran werden. Woran orientieren sich die Jahreszeiten? Das frage ich mich auch gerade. Ja, man muss auch sagen, nochmal zur Wiederholung, wir haben auf das neueste Modpack, also auf die aktuellste Variante gepatcht alles. Oder patchen lassen. Patchen lassen. Yay. Unser lieber Mod, der Jens, der hat das für uns gemacht. Oh, Entschuldigung, da kam gerade der Schluck auf hoch. Ich hätte schon fast gekotzt. Und da sind halt einfach ein paar andere Sachen dazugekommen. Und auch wieder weggekommen. Also wir müssen. Es bleibt immer frisch. Es ist immer wieder ein frisches Spiel. Denkst du, hast eine Mechanik verstanden? Nein. Einfach nö. So, jetzt schauen wir mal. Mal den hier. So, ich mache einfach mal frei alles. Mit meiner Axt. Ja, Reparatur wäre schon eine nice Sache. Ja, es funktioniert. Er nimmt das Bücherregal an. Hat er geswitcht? Ja. Ja, dann werde ich würde das ich jetzt sagen, 300 Mal machen, bis. Ja, willst du denn da drin? Oder willst du aus dem Haus vielleicht eventuell ein Enchanting-Haus machen? Dass der, weil. Würde auch schon passen, ne? Plünderung. Wenn du schon da drin anfängst. Obwohl, wir können ja mit dem Boot einfach rüberziehen, im Zweifel, ne? Das sollte ja immer noch funktionieren. Ja, ich würde den jetzt einfach nur auf Reparatur. Ja. Setzen, sofern es. Was ist das denn? Boah, ich muss aufpassen, dass ich runterfalle. Enchantment Nether Depths Super Great Hell Strider 1. Was zur Hölle? Ich habe gerade Terran Nightfire, Nightfire, Unholy Warrior of the Dark Wolves verstanden. Was? Ja, so ungefähr. Was war das? Super Exclusive Supervisor Management von draußen. Schön, wie What? Er jedes Mal mit der Nase wackelt hier. Stunning Free. Hier war safe, setz mal kein Schnee, der ganze Flusslauf hier unten friert zu. Nee, da war kein, aber warum ist Schnee? Weil jetzt was Neues ist oder weil... Ich hab keine Ahnung. Wie lange dauert der an und? Es ist ja zum Glück nicht zu viel, das Einzige, was ein bisschen triggert, ist der Nebel. Das ist etwas, was mir ja nicht so gefällt, aber das ist halt leider, das ist durch die ganzen Packs, also verschiedene Textursachen drinnen. Und Pingu hat es ja schon ausprobiert, er hat es auch ohne Shader. Ich habe ja das Spiel komplett nur mit Shader und er hat es auch ohne Shader schon getestet. Und sie hast du trotzdem diesen Schleier. Das ist definitiv vom Spiel, ja. Ja, dagegen können wir jetzt nichts machen, weil wir wüssten jetzt nicht, welche Integration, Mod, Plugin, whatever dafür verantwortlich ist. Wir leben einfach mal. Das ist immersiv, ne? Das ist Immersion. Bane of Illagers 5. Kann es? Ich habe gerade immer so ein Klirren, wenn ich einen Baum abbaue. Kann es sein, dass irgendwie vielleicht eine Eisschale auf mich draufknallt? Das kann ich mir auch vorstellen.
So, einen Amboss haben wir ja auch, ne? Einen Amboss haben wir ja, der steht oben. Okay, muss wahrscheinlich bald meine Axt reparieren wieder. Bald. War jetzt mal großzügig frei, ne? Oh, endlos Pfeile. Oh, die wären wichtig, ne? Wir dürfen ja nicht unser Hauptziel aus den Augen verlieren, den Enderdrachen. Das ist ja, ja. Der Big Goal und ich sehe gerade, ich habe ziemlich Damage gefressen. Muss mal ein bisschen sprinten. Ja, ich habe Damage gefressen von irgendwas. Nur ein bisschen rennen. Darf nicht vergessen, meine Mechanik von dem von der Klasse. Healing durch Dauerlauf. Ich könnte auch mal den Heilzauber an dir probieren. Ja, komm doch mal her. Zwei Herzen habe ich noch. Oh. Bin quasi am Eingang. Ausgang. Ich werde gleich mal den anderen Eingang aufmachen. Und dort dann Türen vielleicht reinsetzen. Oder du machst das, je nachdem, wer jetzt erst schneller ist. Mich triggert das ein bisschen, dass der Eingang auf der anderen Seite ist die ganze Zeit. Ja, ich will immer von der Seite, von der Hauptfläche, von der großen Fläche reinlaufen. So, genau gucken, wo die ganzen Sachen runterpurzeln. Gras weghäckseln. Ja, es wird schon wieder dunkel. Aber der Himmel schaut echt cool aus. Der Mond geht da hinten auf. Viel freigeräumt. Ja, es geht ja schnell. Da ist er. So. Ja, jetzt habe ich es auch klirren gehört. Ja, deswegen, ich habe davon, glaube ich. Das hast du dich selber geheilt, glaube ich. Du bist aber auch voll, warst du vorhin schon? Ja, aber ich war jetzt voll, weil ich jetzt die ganze Zeit gesprintet bin. Aber der Radius war jetzt gerade nur auf dich, um dich war gerade so ein grüner Schimmer. Ja. Wir sind aus nach unten, schau so. Hm? Gerade ein Ei aus der Hose gefreut, oder was ist los? Aber witzig. Ich glaube, wir gehen mal gleich nächtigen, oder? Wenn ich schon auf der richtigen Seite vom Haus bin. Ich hätte leider nicht liegen. Ja, Ausrüstung. Ist die Frage, ob es sich lohnt eigentlich. Also eine Mine würde ich halt generell machen, weil mich auch interessieren würde, wie es im Untergrund aussieht, ob sich da auch irgendwie krass was verändert hat. Bestimmt. Muss ja fast. Wäre sonst langweilig. Dann wäre die Mod scheiße. Die Zauberstäbe, laden die sich auf oder nutzen die sich ab? Du hast da auf jeden Fall so Mana-Balken dann, ne? Das sind ja so komische blaue Kringel. Die sammeln auch irgendwie Erfahrung, oder? Hm. Habe ich denn hier eigentlich? Eine Birkenbark, Birkenrinde. Man hat Birkenrinde, gibt's auch noch extra. Ne? Stimmt, wir könnten. Warte mal, mir fällt gerade ein. Wir haben doch von Anfang an eine Rüstung gehabt. Das war, glaube ich, eine Holzrüstung, hieß die, glaube ich, oder? Ja. Die könnte man doch auch theoretisch auch craften, oder? Die sah eigentlich ganz cool aus, sogar, muss ich sagen. Die war halt nicht aktuell besonders gut, aber. Nö, war aktuell sehe ich aus wie eine Biene. Ich sehe aus wie eine Biene gefühlt. Hast du so ein Relikt an? Ja, ich habe eine Reliktrüstung, aber was habe ich nochmal angehabt? Behutsamkeit. Genau, schön. Mein Inventar ist, glaube ich, auch bald voll. Auch schön. So, dann machen wir jetzt hier noch die Birken fertig. Multiroll. Auf jeden Fall haben wir schon mal eine. Wir haben zwar nicht definiert, wer welche Rolle übernimmt, aber es zeichnet sich schon so eine Rolle ab, wer was macht. Ich habe jetzt aufgeräumt zwischen den Folgen. Jetzt bist du dran mit der Aufräumen. Ja, ich mache jetzt wieder Chaos, indem ich hier alles wieder wegruppe. Und die Kisten zuscheiße. Als Aufräumen. Ich stell nochmal so eine Schmutzkiste hin, wo einfach nur Schmutz draufsteht und dann rotze ich da alles rein und fertig. Stärke. Ach, echt jetzt? Was? Ach, lauter hübsche Zauberbücher, aber. Ja, bisschen nervig war es, dass wir bei dem Piratenüberfall da nicht alles mitnehmen konnten, ne? Oder hast du von da auch alles mitgenommen? Ich hab die Startbasis leergeräumt.
Mehr okay, nicht. Aber da hatten wir ja auch noch mal ein paar Kisten. Da könnten wir eventuell vielleicht auch noch mal schauen, ob wir die Zauberbücher uns wieder zurückholen. Weil in der Nähe waren, glaube ich, noch ein Schiff, haben wir ausgelassen, glaube ich. Du meinst, auf dem Floß haben wir da was gelassen? Ja, ja. Ja, wir konnten nicht alles mitnehmen. Wir waren doch voll. Oder? Aerial Affinity. Ich weiß es gar nicht mehr. Na ja, gut, ich könnte ja mal einen Botenflug machen und schauen, ob was da noch da ist. Ja, ich mache mal in der Zeit, wie gesagt, hier mal frei. Ich habe jetzt ein bisschen... Ich wollte jetzt hier mal das Fenster rupp ich jetzt mal weg und mache da eine Türe rein. Weil mich das übelst nervt, dass ich immer drum rumlatschen muss. Ehrlich bin. Und ich bin voll. Jetzt bin ich nicht mehr voll. So, dann machen wir mal. Nee, halt Endschleier. Stopp. Enderman bemerken dich nicht, wenn sie vom Spieler angesehen werden. Ja, der Holz da oben. Das sind ja Holz echt. Hast du einfach alles reingeschmissen, was so Holz ist. Genau, ich habe alles Holz ist Holz. Weizenkörner, Twig, ein Twix, Stein. Denn noch irgendwas? Ne, das sind Seeds, nützliches Schrott. Das ist Schrott, Schrott, Schrott. Da ist Holzig. Holz, Holz. Ich mache aber auch die Rinde und da unten hast du Stein. Müssen wir mal gucken. Mit Türen haben wir ja nichts fertig da, ne? Dann baue ich mal schnell eine Türe. Wie war das nochmal? Tür. Neues Rezept. Und mal Türe. Ich wollte für eine bauen. Eichenholztür. Ich glaube, ich könnte Tage damit verbringen, hier durch die Verzauberungsgeschichten durchzugehen. Ich sehe schon, kommt bald hier der Great Wizard hier. Falsch rum. Hast du ein bisschen Brot? Ich habe ja ein bisschen Brot, ja. Was willst du? Der Villager, der hat nämlich nur noch 3 Leben. Und meinen Schinken hat er einfach gefressen, aber nicht geheilt. Ich weiß nicht, wie wir den hochkriegen. Ah, der wird sich schon wieder fangen. So, ich habe jetzt mal hier eine Tür reingebaut. Ach, warte mal. Das ist aber auch nicht normal, oder? Dass du. Fällt mir jetzt erst auf. Dass wenn du eine Tür anklickst, wenn es eine Doppeltür ist, gehen beide gleichzeitig auf. Das ist mir schon aufgefallen. Das merke ich jetzt gerade erst, ich Eierpei. Jetzt habe ich es erst gerallt gerade. So, was ist das? Birkensetzling. Schrot. Und der Amboss ist da hinten. Ist da noch Eisen drin? Nein. Aber Eisen ist in der Nähe. Eisen Nugget. Oh, mal das Ding hier reparieren, meine Axt. Der versuche ich jetzt. Nee, das ist eine Diamantaxt. Die kann ich nicht reparieren, ich Affe. Muss ich aufpassen mit der Diamantaxt. Kannst du die nicht mit Diamanten reparieren? Haben wir genug? Ein paar? Ich will die Diamanten nicht verschwenden, ehrlich gesagt. Eigentlich. Ich mach's jetzt mal. Okay, ich habe jetzt einen Diamant verbraucht. Alter, ich habe mich gerade erschrocken. Das bist du, oder? Ich versuche den zu heilen, aber es funktioniert nicht. Ich bin gerade an der Kiste gestanden und dann plötzlich habe dieses wusch, wusch. Boah, Schreck, lass nach, ey. Okay, dann machen wir jetzt hier mal ein bisschen. Ich hoffe ja, dass dieser Nebel bald mal hier weggeht. Das ist schon ein bisschen lästig zum Kugel gerade. Ich denke, meine Aufnahme wird jetzt nicht ganz so schlimm sein. Dann machen wir das ganze Gestrüpp hier weg. Dann werde ich alles mal auf eine Ebene setzen, hier ein bisschen. Fackeln brauchen wir, glaube ich, noch, ne? Fackeln haben wir gar nichts, so viele. Wir haben aber einen Haufen Kohle, die dann, können wir machen. Damit wir, dann haben wir vielleicht auch den Schnee hier weg, vielleicht erzeugt es Wärme, weißt du, Licht und Wärme. Mhm. Dann schmilzt der Schnee und dann haben wir vielleicht auch den Nebel hier gerade nicht so krass. Ich mache jetzt erstmal die ganzen Gestrüpp hier weg. Alter, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Was ist denn los? Noch gar nichts gemacht. Gar nichts. Es sind auch Kartoffeln und Zeug. Ne, Zwiebeln. Aber Zwiebeln wachsen anscheinend auf normalem Boden. Die brauchst du gar nicht umpflanzen. Was ist das eigentlich hier? Stimmt irgendwas Wichtiges und ich mach's weg. Ah, ich glaube nicht. So. Ja, jetzt haben wir ein bisschen mehr.
Fläche, mehr Übersicht hier. Kann man dann ausrasten, was Bauen angeht. Wenn wir da einmal im Modus sind, Leute, da ihr werdet Augen machen, hey. Momentan sind wir noch im Erkundung und ja, einfach begeistert sein. Aber wenn wir wieder im Baumodus verfallen, das wird auch vorkommen. Das wird zu 100% vorkommen, dann gibt's erstmal. Eskalation. Ich habe eine Kettensägenverzauberung. Die Kettensägenverkaufung? Verzauberung? Chainsaw. Wir haben eine Chainsaw? Gibt es Chainsaw? Zumindest die Verzauberung gibt's. Oh. Ey. Aber wir haben doch Atlantis in der Nähe, gell? Ja, Medieval Chainsaw. Willst du Atlantis jetzt wirklich unter Wasser setzen, indem du unten die Pfosten wegmachst? Nein, ich will mehr Dorfbewohner. Ich will alle Verzauberungen. Ja, theoretisch kriegen wir es rüber. Muss halt nur dem Boot hier irgendwie hochkommen dann, ne? Das wäre, glaube ich, die... Obwohl, wir können ja Schienen bauen, ne? Ja, ich denke... Redstone, Schienen und dann hoch mit denen. Mit dem Boot ist das die schnellste Strecke. Ja, aber ich meine halt dann von unten rauf, weißt du? Würde ich denen einfach eine Arbeitsstation hinsetzen und hoffen, dass die den Weg hochfinden. Oder mit einem Bett. Also, dass sie sich da mal reinlegen. Ja, verschiedene Wege auf jeden Fall, so... Mal ein bisschen hier freilegen. Mario macht gerade nur Blödsinn. Nein, wir brauchen Reparatur. Das mal jetzt auf jeden Fall hier noch fertig. So, was haben wir hier? Kann ich das wegmachen? Kann ich wegmachen? Ich will nämlich auf jeden Fall hier schon mal ein bisschen Platz haben. So, das sieht doch schon mal ganz okay aus. Wir überziehen ein bisschen, Leute. Wir überziehen ein bisschen. Aber manchmal muss man Dinge tun, wenn man sie tut. So. So. Weil es triggert sonst meinen Monk, wenn hier immer noch das Zeug ist. So. Jawoll. Wenn mein Pfeil einen Gegner trifft, dann erzeugt das Spinnweben. Das erzeugt Spinnweben? Cover an enemy or block in cobweb when your arrow hits its target. Okay, das ist Essen. Ich habe hier Äpfel. Das ist ja mal... Ich glaube, die Schrottkiste wird ganz schnell voll sein. Wie das aussieht gerade. Ja, ich glaube, wir brauchen als erstes neues... Ja, Lager. Wir werden auf jeden Fall, ich glaube, eher Enchantment hier und Lager bauen, hä? Weil ich stellweise auch gar nicht weiß, wo das Zeug sonst reinkommt. Es ist Nacht. So, ja, es ist Nacht. Dann können wir gleich Folge dann starten. Ja. Machen wir gleich. Gehe ich nur kurz vor die Türe. Und ich nehme erstmal die Erde schon mal mit. Ich nehme schon mal die Erde mit für die nächste Geschichte. Erde haben wir hier bis was drin gehabt. Erde. Dann noch was. Gut. Dann sieht man sich in der nächsten Folge. Bis dann.